Also, liebe Gabriele, ich sehe schon, du bist im hohen Alter, du hast viel Lebenserfahrung und du hast nicht mehr so viel Zeit, bevor du das Zeitliche segnest. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich suche meine Unterhose und meine linke Socke. Meine Unterhose und meine linke Socke habe ich gestern in die Waschmaschine reingemacht. Da war sie weg. Die war weg. Linke Socke auch weg. Einfach weg, in den Filter reingeguckt. War keine Socke, war keine Unterhose. Einfach weg. Wo ist meine Unterhose und wo ist verdammt nochmal meine linke Socke? Das kann doch nicht sein. Irgendwie, jemand muss doch bei uns die Socken hier klauen. Das kann doch nicht sein, dass immer die linke oder die rechte Socke fehlt. Und ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo Hobbits in meiner Bude sind. Hobbits, die Sachen dann auf eBay Kleinanzeigen verkaufen, ne? Oder auf OnlyFans. Und ich will das herausfinden. Wo die wohnen, warum die bei mir in der Bude sind und warum die genau meine Sachen klauen. Ich will meine Sachen wieder haben. Hallo. Hier Hi. Bin ich wieder. Lal. Ich freue mich, euch bescheißen zu dürfen. Das ist Quatsch, schön. Begrüßen zu dürfen. Ja, außerdem versprochen. Ich bin gespannt. Wer spannt? ihr könnt natürlich jede Frage stellen. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist die Karin. Hallo, Karin. Ich hätte gern den Seespiegel. Den Seespiegel. Okay. Oh, Karin, du hast oh ganz Gott. Viel... Ganz zufälligerweise genau eine Karte gezogen, die bedeutet, du wirst sterben. Bist tot, ne? Bist sterben, ne? Gibt's eigentlich für die Karten so Gebrauchsanweisung, was jede Karte bedeutet? Na, also dann würde ich schon mal die guten Karten rauslegen, ne? Also hier von wegen, du wirst Millionär, braucht keiner. Du wirst der glücklichste Mensch auf der Welt, braucht keiner. Das Finanzamt wird bald bei dir ankommen, braucht jeder. GZ-Steuer, Steuer, wie sage ich immer Steuer? GZ-Gebühr, braucht jeder. Energie im anderen Bereich. Nein. Oh. Ja. 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 Also, ich weiß ganz genau, die Karte ist auf mich zugeschnitten worden. Ich zocke jetzt gerade wieder, wenn ich mal Zeit habe, gerade Crusader Kings 3. Und, ja, ich bin da. Sag ich mal, öfters mal mit einem Messer unterwegs und dass ich halt an die Macht komme, ne, den Königsthron besteigen kann, ne? Und ja, das bedeutet, ich muss jetzt bei Crusader Kings 3 wieder einen Racheakt planen und wieder eine Person um die Ecke bringen. Tschüss. Das hätte ich aber auch ohne die Karte gemacht, kein Ding. Hallo, hier ist Gabriele. Hallo, hier ist die Elil. Hallo Elil. Ich hätte gern meine Botschaft. Nicht gerne. Der muss ja bei der Botschaft anrufen. Die Augen, Elil. Nee, da hab ich Angst. Meine geliebte Tochter. Wenn jemand zu dir sagt, schließ die Augen, mach das nie. Der Typ will dich, oder die Frau will dich dann boxen. Ja, ja, schließ die Augen. Auf einmal ist die Rolex weg, die gefälschte 15 Euro, ne? Ja, hier oben. Alle schon vorgefallen. Und auf einmal schließ die Augen, auf einmal ist die linke Socke weg. Hier oben, so fängt's an. Ja, ja, ja. Hier oben, nee. Ich bin deine Begleiterin und lass ich finde, wir da. Sind ein gutes Team. Aber ich möchte nächstes Mal den Schwanz noch viel tiefer. Danke. Tschüss. Haust rein. Danke, tschüss. Wo ist meine Uhr hin? Ja. Ich hatte gerade eine Uhr. Ja, meine Uhr ist weg. Naja, gut. Hab ich sowieso geklaut. Also, von daher. Kann das kommen. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist die Laura. Ich hätte gern mein Highlight. Was? Highlight. Dein Highlight? Da musst du einen Stift nehmen. Das habe ich jetzt nicht in meinem Programm. Hau ab. Gut. Viel Freude dabei. Hau ab. Tschüss. So, Infos. Das hat mir gerade einen spirituellen Kick gegeben, ne? Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Teilnehmerauswahl. So sieht das aus. Hallo, wer spricht denn da? Regina, guten Tag. Hallo, liebe Peggy, guten Tag. Regina. Regina, hallo. Vorsicht. Günther. Ja, ich wünsche mir bitte eine Botschaft vielleicht. Eine Botschaft, okay. Darf ich kacken? Okay, Regina. Sag. Also ich, sowas darf ich mir gar nicht wünschen. Ne? Die letzten Botschaften, die ich bekommen habe, sind, du wirst in Höllenfegefeuer schmoren, du wirst aufgespießt werden, du wirst in die Hölle kommen und dann jeden Tag deinen schlimmsten Albtraum erleben. Also sprich, dass ich jeden Tag meine linke Socke verliere. Nee, also bitte, ich kenne schon meine Botschaften. Ich will die Lottozahlen wissen, ne? Oder wo meine linke Socke ist. Aber Botschaften, bitte. Still.
Du hast einen Scheißnamen, der fief ist, Regina. Regina heißt ja übersetzt Vagina Lil. Ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter. Total. Ja, hört sich ganz schön an. Tschüss, Regina. Gib Mäuse. Ja, ist halt doof, ne? Jetzt stehe ich wieder da, hab keine linke Socke. Meine rechte Socke wurde mir gerade auch schon geklaut. Meine Uhr wurde mir geklaut. Jetzt habe ich mehr verloren als vor dem Video. Danke dafür. Wo ist meine linke Socke? Wo ist meine Unterhose? Wo ist das alles? Danke dafür. Du hast mir gut geholfen. Du hast mich ein bisschen leichter gemacht, ne? Weil ich jetzt weniger anhab. Aber finde ich nicht gut. Wo sind die Zwerge, die mir alles hier klauen? Wo sind die Hobbits in meiner Bude? Die können mir doch nie alles wegnehmen und das dann auf OnlyFans hochstellen. Mit meinen Hobbit-Füßen. Die machen bestimmt heimlich immer abends von meinen Füßen hier Fotos, ne? Ja, ja, und ich krieg davon nichts ab, ne? Von dem Geld. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wollschirm da und schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.